hinter euch liegt ein extrem turbulentes Spiel. Das 4:4 gegen Magdeburg. Ist das eine Partie, bei der selbst so ein Ruhepol wie du auch mal ganz emotional wird? Nee, emotional bin ich nicht geworden. Aber ich habe mich natürlich schon geärgert, dass wir viel zugelassen haben in dem Spiel. Kann sicherlich auch das ein oder andere Tor mehr fallen. Und wenn man sieht, dass wir eigentlich 4 Tore zu Hause machen, dann muss das eigentlich reichen für einen Heimsieg. Nichtsdestotrotz, nach dem Rückstand in der Halbzeit dann nochmal zurückzukommen, das Spiel komplett zu drehen und die Möglichkeit zu haben, das Spiel noch zu gewinnen, ist erstmal ein großer Kraftakt gewesen und zeugt einfach auch von einer riesen Moral, finde ich. Die Stimmung in der Kabine war jetzt nicht so toll, aber dass wir uns da wieder zusammengerissen haben und ähnlich wie in Fürth das Spiel dann noch gedreht haben, das ist schon stark und das ist auch so das positive Gefühl, was ich da mitnehme. Das Spiel in Fürth, du hast es gesagt, hatte einen besseren Ausgang. Einen ganz großen Anteil daran hattest auch vor allem du, der in der ersten Halbzeit, als wirklich gefühlt nicht viel zusammen lief, die Mannschaft im Spiel gehalten hat. Und am Ende hat es dann ja auch für den Auswärtssieg gereicht. Gibt es da noch mal ein extra Lob von den Kollegen? Ja, die Jungs haben sich natürlich gefreut, dass wir da irgendwie durchgekommen sind durch diese erste Hälfte. Also ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie da die Stimmung in der Kabine war. Mhm. Wir wussten nicht wirklich, wie wir Zugriff kriegen wollen, haben auch da viel zugelassen. Und ich habe mich darüber gefreut, dass ich da meinen Anteil hatte. Am meisten habe ich mich darüber gefreut, dass wir es als Mannschaft irgendwie in der zweiten Halbzeit dann auch noch rumgerissen haben. Das zeigt mir einfach, dass eine schön intakte Mannschaft, die auch mal mit einem Rückschlag zurechtkommen kann. Und ich habe einige Spiele gemacht, das kann nicht jede Mannschaft. Und die kann es, hat es jetzt schon zweimal bewiesen. Und das ist erstmal das Positivste. Demnach kann sich eure Bilanz auch schon sehen lassen. Wir haben 6 Spiele, 11 Punkte, aktuell Platz 6 in der Tabelle, punktgleich mit noch ein paar Mannschaften davor. Es ist alles sehr eng. Mhm. Aber trotzdem, als Aufsteiger kann man damit eigentlich schon mal ganz zufrieden sein. Oder wie würdest du euren Saisonstart bewerten? Ich finde, es ist ein ordentlicher Saisonstart. Wir haben echt dicke Bretter gehabt in den ersten paar Partien. Allein das Spiel gegen Hannover. Hannover will aufsteigen, direkt hier freitagsabends vor einer Riesenkulisse. Das Spiel zu gewinnen und dann eben die Wochen darauf auch dran zu bleiben, das ist schon, das war schon auch eine gute Leistung der Mannschaft. Aber wir haben auch was liegen lassen. Also wir wurden zwar nur von Paderborn geschlagen und das nicht mal in Gleichzahl, sondern in Unterzahl. Also in Gleichzahl sind wir noch ungeschlagen, das ist schon mal ganz gut. Aber es ist noch viel Luft nach oben, wenn ich so die Jungs betrachte, da ist noch so viel Entwicklungspotenzial, da liegt noch so viel drin. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, das einfach noch, ja, einfach hungrig zu bleiben, weiter dran zu bleiben. Aber fürs Erste ordentlicher Start. Ja, ich glaube, verbessern kann man sich gefühlt als Sportler auch immer. Da hat man ja immer den Ehrgeiz, es besser zu machen. Eine Chance dafür bieten jetzt noch die nächsten 3 Spiele, bevor ihr dann mal ein Wochenende ein bisschen durchschnaufen könnt. Mhm. Sandhausen, Darmstadt, Heidenheim. Die stehen jetzt noch auf dem Plan, sind alles aus verschiedenen Gründen auch 3 richtige Brocken. Du hast es angesprochen am Anfang, die Bretter, jetzt kommen direkt die nächsten. Mhm. Wie geht man denn dann jetzt noch solche Spiele an? Vielleicht auch mit dem Gedanken eben im Hinterkopf, dass man dann mal ein Wochenende ein bisschen durchatmen kann. Das haben wir ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, sondern wir haben eigentlich im Kopf bis November das Ding durchzuziehen, dran zu bleiben, bis dann eine wirklich lange Pause kommt, eine ungewöhnliche Pause für uns alle. Ich meine, das mit dieser Winter-WM hat niemand von uns bislang mitgemacht und ich empfinde es so, dass wir alle eigentlich bis November denken und dann wollen wir gut dastehen. Da gibt es ja eine Phase, wo du dich dann auch mal ein bisschen erholen kannst, Urlaub machen kannst und dann ins neue Jahr startest. Also Länderspielpause habe ich gar nicht so im Kopf. Und die 3 Spiele, klar, sind wichtig, es liegen wieder 9 Punkte drin. Aber ich würde gerne im November dann gut dastehen und ein positives Gefühl haben für das Jahr 2023. Das ist ein sehr gutes Ziel, das haben wir sicherlich auch alle. Der erste Schritt dahin ist jetzt Sandhausen am Sonntag. Du hast es jetzt in den letzten Jahren oder in der Zeit nicht mitgemacht, aber für den FCK auswärts nicht so der einfachste Gegner sind. Da war bisher nicht viel zu holen. Also ist es jetzt aus deiner Sicht jetzt auch neu hier Zeit, die Serie jetzt einfach auch mal zu beenden mit schätzungsweise 6.500 Zuschauern? Erwartet euch ja auch ein gefühltes Heimspiel.
Also grundsätzlich halte ich erstmal nichts von den Serien, weil sich jedes Jahr neue, völlig neue Mannschaften treffen unter neuen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass wir als Aufsteiger auch gar nicht so auswärts in der Bringschuld sind, wie vielleicht noch vor vielen Jahren, wo der FCK eine richtig gute Rolle gespielt hat, teilweise auch in der zweiten Liga. Also ich würde den Druck eher bei Sandhausen sehen als bei uns und ich glaube, das hilft uns sogar. Ne? Also wir wollen da hinfahren, um zu gewinnen, aber den wirklich großen Druck haben die und es könnte vielleicht ein Faktor sein für uns. Dann hoffen wir mal, dass es gut geht. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg. Ja, danke.